So, heute singe ich mal wieder. Und zwar ein kleines Kinderlied. Ich würde es mal als politisches Kinderlied bezeichnen. Mal gucken. Kinder, Kinder, ihr müsst wandern von dem einen Heim zum anderen. Von Heim und Heim müsst ihr jetzt gehen, dürft Mama, Papa nicht mehr sehen. Ja, das ist ja kein schönes Kinderlied, wahrlich nicht. Aber leider traurige Realität in dieser unseren bekloppten Republik Dummland. Es ist tagtäglicher Alltag, dass hier Kinder unter den absurdesten Gründen von den Jugendämtern den Eltern entzogen werden. Dort, wo sie was tun müssten, da gucken sie häufig weg und dafür lassen sie bei anderen Eltern und Kindern die Willkür ihre Macht so richtig spielen. Wir haben ja hier nicht nur den Fall Schandorf, wo eine Richterin den Eltern ja gesagt haben soll, sie kommen aus meinen Fängen nicht mehr raus. Eine Richterin, die also sofort bei so einem Spruch wegen Befangenheit abzulehnen ist. Nein, es gibt hier vorne, auch in Castrop, das ist gar nicht so weit weg von hier, gab es einen Fall vor einigen Jahren, wo eine Mitarbeiterin des Jugendamts zu dem Vater gesagt hat, verpiss dich, du hast keine Kinder mehr. Und selbst die Nachbarn von diesem Vater haben also gesagt, dass dieser Mann sich rührend um die Kinder gekümmert hätte. Die Mutter, die war wohl nicht so gut zu den Kindern, die hat also die Kinder misshandelt. Und weil dieser Mutter, die übrigens einen guten Draht zum Sozialamt hatte, zum Jugendamt hatte, der hat man dann immer gesagt, was sie wie und wo machen sollte. Da dieser Mutter in Deutschland ein Strafverfahren drohte, aufgrund dieser Kindesmisshandlung, war sie zurückgefahren nach Polen und hat den Vater mit den Kindern alleine gelassen. Und die Nachbarn haben also gesagt, nein, es war nie der Vater, auch die Kinder haben das gesagt, sie sind immer von der Mutter verhauen worden, mit allen möglichen, mit Gürtel, aber die vom Vater. Und ausgerechnet dem Vater, dem wollte dann das Jugendamt das Kind, die Kinder wegnehmen. Auch der war dann zwischenzeitlich nach Polen abgehauen. Da gibt es ein Video, auch bei YouTube oder zwei. Ich habe jetzt aber gesehen, dass er wieder in Deutschland lebt. Muss mal gucken, ob ich da noch Näheres zu erfahre. Ja, das ist aber wirklich ebenso der traurige Alltag. Man muss ja auch schon sagen, dass sich das sogar schon bis zum EuGH rumgesprochen hat. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist schon mehrfach zu Schadenersatz verurteilt worden. Aufgrund menschenrechtswidrigen Verhaltens in Jugendamtsgeschichten in dieser Kindswegnahme. Fraglich ist eigentlich immer noch, was da wirklich so dahinter steht, denn man hört auch gleichzeitig von den Kindern noch, dass sie in diesen Einrichtungen vom Jugendamt nicht immer besonders gut behandelt wurden. Also es macht irgendwie gar nicht so einen richtigen Sinn, jemand da wegzunehmen, der es eigentlich zu Hause gut hat, um den in ein Heim zu stecken, wo es ihm schlecht geht. Irgendwie so ganz nachvollziehen kann man das nicht. Ja, sicherlich wird das Lied, was ich eben gesungen habe, sich nicht wirklich als Kinderlied durchsetzen, aber das muss es ja auch gar nicht. Ich denke, dass betroffene Eltern mir auf jeden Fall zustimmen werden. Vielleicht noch ein Hinweis, auf der Internetseite beamtendumm.wordpress.com kann man über solche Sachen und andere Justizschweinereien einiges nachlesen.